Hallo Freunde, heute gibt es ein ganz besonderes Update auf meinem Kanal. Ich habe etwas bekommen, was mich sehr, sehr freut, was ich total klasse finde. Es handelt sich wieder um etwas aus meinem Lieblings-Fantasy-Film der 80er Jahre. Und was das ist, das schauen wir jetzt in diesem Video. Und ich würde... Habt ihr das auch gehört? Hallo? Hallo? Was ist denn da? Hallo? Moment, das ist doch hier irgendwie, das verstehe ich nicht. Hallo. Did you say hello? No, I said hello, but that's close enough. Leute, wenn es ein Elo durch den Raum ruft, dann sollte jeder Filmfan, jeder Fantasy-Filmfan eigentlich schon wissen, um was es geht. Es geht um den Film Labyrinth. Ja, auch vielleicht, wenn ihr meine vorigen Videos gesehen habt, dann wisst ihr ja, das ist einfach mein Lieblings-Fantasy-Film. Den kann ich in- und auswendig mitsprechen. David Bowie, Jennifer Connelly. Ja, ein richtig geiler Film von Jim Henson, dem Erfinder der Muppets. Total klasse. Und mich hat etwas erreicht, beziehungsweise ich habe gesehen, dass es etwas Neues gibt aus dem Hause Weta. Weta, wer Weta nicht kennt, Weta ist eine Film, ja, Zubehörschmiede, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Also Weta produziert seit über 30 Jahren Figuren, Waffen, Collectibles und so weiter für Filme und natürlich auch für uns Fans. Weta sitzt in Neuseeland und hat ja Riesenbekanntheit natürlich erlangt durch die Mitarbeit an den Herr der Ringe-Filmen. Wie gesagt, die bilden Kreaturen, die ihr in den Filmen seht, die Waffen, die Schwerter und so weiter. Das kommt alles aus dem Hause Weta. Und wie gesagt, durch die Herr der Ringe-Filme haben die so einen Push bekommen. Machen aber auch ganz viel anderes. Die sind an ganz vielen Sachen beteiligt. Ich habe mir heruntergeschrieben, die letzten großen Filme waren zum Beispiel der neue Avatar oder auch der Dune, Blade Runner 2049. Die haben an so vielen Filmen, an sehr vielen Marvel-Filmen und so weiter, machen die mit. Überall hat Weta seine Finger im Spiel. Und das Tolle ist, Weta macht auch was für Fans, denn sie bringen nämlich auch wirklich Sachen raus, die wir Fans uns kaufen können zu den Filmen. Und das habe ich gemacht. Ich habe hier etwas sehr Kleines. Schaut mal hier. Hier ist ein Karton. Hier ist der Umkarton. Weta Workshop steht hier drauf. Ich habe ihn schon mal aufgemacht. Ich habe auch schon mal das Ganze rausgeholt und schon mal vorbereitet, damit es jetzt nicht so lange dauert. Aber ich habe etwas Tolles bekommen. Und wie gesagt, wenn ihr das Wörtchen Elo irgendwoher kennt, dann könnt ihr mal schon mal in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das alles natürlich durch. Hier ist etwas in Folie drin und das hole ich jetzt auch noch mal raus. Und welche Seite zeige ich euch als erstes? Ich weiß es gar nicht. Ich zeige euch einfach mal das hier. Das ist so genial. Schaut mal hier. Ich habe hier den Elo Worm, also den Wurm aus Jim Hensons Labyrinth in dem Maßstab 1 zu 1, also in der gleichen Größe, wie er in dem Film zu sehen war, vom Weta Workshop nachgemacht. Also der ist wirklich basierend auf der Figur aus dem Film. Die Rückseite ist auch genial. Hier ist ein Bild, eine Filmszene drin oder drauf, besser gesagt. Ja, ich finde es einfach genial. Elo Worm steht nochmal drauf. Jim Hensons Labyrinth, wenn ihr das sehen könnt. Elo Worm 1 zu 1. Was steht's? Scale, also Größe, Collectible, Weta Workshop. Ich finde es total geil. Hier steht nochmal ein bisschen was über den Wurm geschrieben auf der Seite. Ja, die Verpackung allein schon ist der Wahnsinn. Ich sage euch gleich im Anschluss natürlich noch, wo ich das Ganze her habe und was mich das Ganze gekostet hat. Und ihr werdet erstaunt sein. Also bleibt dran. So, hier habe ich das Ganze schön super verpackt. Nochmal in einem Styropor. Ja, Zweiteiler, den habe ich auch schon mal aufgeschnitten. Und Leute, ich finde es so der Hammer. Ich packe jetzt erstmal die Folie hier raus, damit ihr das Ganze in der vollen Pracht sehen könnt. Und schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das mal an. Ich hoffe, die Kamera stellt es scharf. Ja, hier ist der Elo Worm oder der Wurm auf der Steinplatte, ja, wo er Sarah begegnet, wo er ihr oder sie, ich weiß gar nicht, ob es ein Er oder eine Sie ist, wo er den Weg weist. Sieht man das hier? Schaut mal hier. Sieht der nicht geil aus? Ja,
Der ist 1:1 die Größe wie aus dem Film. Ich drehe ihn mal hier. Ja, total toll, wie detailliert der modelliert ist. Ja, das ist einfach der Wahnsinn mit dem Schal. Die Augen, das sieht so echt aus. Ja, das ist der Hammer. Hier die Haare hier oben. Die Haare sind echt ja, Kunsthaare, sage ich jetzt einfach mal. Ja, total toll. Der Rest ist super schön modelliert. Sowas von hochwertig und einfach im 1:1 Design aus dem Film. Das ist der Hammer. Ich drehe hier am Rad. Ja, wie ich den ausgepackt habe, wie ich ihn auf den Fotos schon gesehen habe, dachte ich mir, boah, sieht der Hammer aus. Ja, aber wie ich ihn dann wirklich hier bekommen habe, wie ich ihn ausgepackt habe, Leute, ich bin einfach durchgedreht. Das ist einfach der Wahnsinn, das Teil. Das sieht so toll aus. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Fans von diesen Filmen seid, dann schaut mal, ich verlinke den, die Veta-Homepage und auch den YouTube-Kanal von Veta mal hier unten in der Videobeschreibung. Auf der Homepage seht ihr natürlich, was sie noch alles machen und die Historie und so weiter. Auf dem YouTube-Kanal, da seht ihr kurz Videos zu, ja, wie sie diese Figuren modellieren, wie die Arbeit an den Figuren ist, an diesen Collectibles, wie die zustande kommen. Und das finde ich total toll, das finde ich total klasse und super interessant. Also ich habe mir die ganzen Videos angeguckt, denn der Wurm ist nicht das Einzige, was hier kommt, ja. Vielleicht gerade noch mal hier unten drauf. Das ist auch immer schön. Hier ist so eine Bodenplatte mit drauf. Ja, schaut mal hier. Stellt das die Kamera scharf? Ich denke schon. Ja, Labyrinth, der Elo-Wurm, 1:1 Scale Collectible. Ja, dann steht hier unten noch der Künstler auch noch mit drauf. Ja, der Sculptor ist der oder ist Kim Beaton, der das Ganze halt ja für uns jetzt, für uns Fans modelliert hat, damit wir das Ganze bei uns in der Sammlervitrine, im Regal, wo auch immer stehen haben können und uns daran erfreuen können. Ich finde es total toll. Wie gesagt, der Wurm ist das Erste, was rausgekommen ist. Wie gesagt, schaut mal in ja, die Videos rein, denn es gibt nämlich noch, das ist der Wahnsinn. Ich blende euch, mal gucken, ob ich hier Bilder kriege, dann blende ich euch hier nochmal Fotos ein. Es gibt nämlich noch die Labyrinth-Szene vom ja, vom Ende des Films, ja, mit David Bowie als Jared, dem Goblin King, mit der Sarah, mit dem Baby. Ja, das Ding kostet, ich glaube, über 1000 Euro. Das ist aber auch so ein festes Teil und das ist halt auch aus Kunststein gemacht. Polystone heißt es hier, ja, also wirklich Kunststein, also wirklich sehr schön gemacht, sehr hochwertig, ist auch schwer. Dann gibt es noch den Sir Didymus auf dem Hund reitend, ja, der kostet irgendwie um die 400 Euro. Und jetzt haben sie mich gekascht, denn sie haben noch zwei Figuren angekündigt. Die anderen beiden sind mit dem Wurm jetzt schon, erhältlich. Ja, und haben noch zwei Stück angekündigt, und zwar den Hoggle, also diesen kleinen, diesen Gnom, der den Sarah als erstes halt mehr oder weniger sieht. Der liegt auch um die, glaube ich, 400 Euro oder 300 Euro. Und sie haben natürlich Ludo auch angekündigt. Ludo auch. Das ist so ein Brocken, ist das. Ja, und der sieht so genial aus, Leute. Auch der liegt über 400 Euro. Ludo und Hoggle kommen irgendwie Ende des Jahres, Anfang 2024 raus. Kann man jetzt schon vorbestellen. Und ich finde es einfach Wahnsinn. Muss ich mir wirklich Gedanken machen, ob ich mir diese ganze Serie hole. Es ist ein Haufen Geld, aber das ist halt was Einmaliges. Der Wurm, noch als Hinweis, der Wurm hat keine Limitierung. Alle anderen Teile haben eine Limitierung von, ich glaube, 300 bis 600 oder 700 Stück weltweit. Mehr gibt es davon nicht, Leute. Also das sind Sammlerstücke, das sind Collectibles. Ja, die haben mit Sicherheit auch eine Wertsteigerung, ja, wobei es mir darauf nicht ankommt, sondern ich möchte halt wirklich diese Teile haben für meine Sammlung. Ich möchte die weder verkaufen noch irgendwo halt für schlechte Zeiten deponieren. Das ist mein Lieblingsfilm und das, ja, das ist es mir einfach wert. Ja, Leute, was ich noch nicht gesagt habe, ist, was der Wurm kostet. Der Wurm hat mich gekostet, und zwar habe ich den bei Space Figuren. Kennt ihr wahrscheinlich auch der ein oder andere. Kann ich auch nochmal die Webseite unten verlinken. Die haben auch die anderen Figuren zur Vorbestellung schon drin. Space Figuren habe ich mir den gegönnt für 99 Euro. Ja, versandkostenfrei. Ab einer gewissen Summe ist versandkostenfrei. Ja, und den Wurm habe ich mir gegönnt, 99 Euro. Der ist noch auf Lager. Wie gesagt, der Wurm hat keine Limitierung im Gegensatz zu den anderen Veta-Produkten aus dem Labyrinth-Film. Ja, also das nur nochmal als Hinweis. Jetzt seid ihr dran. Schreibt es in die Kommentare. Was denkt ihr davon? Wie findet ihr das? Wie
Findet ihr die Qualität oder das Modellierte hier von dem Wurm im Vergleich zum Film? Ja, wer den Film nicht kennt, Leute, schleunigst nachholen. Den gibt es auf Blu-ray, den gibt es auf DVD. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er in irgendeinem Streaming-Portal drin ist. Aber wenn ihr Fantasy-Filme liebt, wenn ihr Fans der 80er Jahre seid, wenn ihr noch Fans von echten Puppen seid und nicht von diesem CGI, wo alles nur noch im Computer gemacht wird, dann schaut euch unbedingt den Film an. Schreibt es danach in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich wie immer gerne, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ja, wenn ihr noch kein Abonnent seid, kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann klickt doch auf den Abonnieren-Button und aktiviert dann auch noch das Glöckchen, weil dann werdet ihr sofort über die neuen Videos informiert, die ich auf meinem Kanal hochlade. Und dann würde ich sagen, ich freue mich wie gerade über eure Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Raune.